Ich bin das erste Mal in New York. Ich möchte hier glücklich sein, ein Zuhause haben, ein Leben. Seid ihr fertig? Heute Abend geht es um die Familie. Der erste Gringo, der dir schöne Augen macht. Ich hab dich noch nie gesehen. Du bist kein Puerto Ricaner. Ist das ein Problem? Willst du den Dritten Weltkrieg anfangen? Ich habe begriffen, dass alles, was ich kenne, entweder verkauft, abgerissen oder von Leuten übernommen wird, die ich nicht leiden kann. Du hältst dich von ihm fern, solange du in meinem Haus wohnst. Ich bin jetzt erwachsen, Bernardo. Ich mache, was ich will. Tony, wir brauchen dich, wenn wir in den Krieg ziehen. Wer bist du? Freund oder Feind? Wenn du jetzt mit ihm gehst, wird dir das niemand je verzeihen. Das Leben ist wichtig, mehr noch als die Liebe. Mein König, leider überbringe ich schlechte Nachrichten. Zwei Fremde. Ich weiß, dass sie von weit her kommen. Von wie weit kommen sie? Die Vorbereitungen für unser Krippenspiel gehen zügig voran. Aber Josef! Haltet den Dieb! Haltet ihn! Wo sind wir eigentlich? In Judäa. Wie groß ist dieses Krippenspiel denn, das ihr aufzieht? Jetzt habe ich langsam genug von diesem Zirkus. Kommt ihr von weit her? Von sehr weit sogar. Dass sie beide fantastische Menschen sind, das sieht man mit bloßen Augen. Oder Auge. Verstehe es doch. Aus irgendeinem Grund sind wir im Jahr Null, zu Zeiten Jesu. Herodes sucht nach zwei Fremden. Das sei doch nicht zufällig ihr beiden. Bethlehem, dann kennt sie doch sicher Josef und Maria. Sie ist schwanger. Allerdings ist das Kind, das sie erwartet, nicht von ihm. Das stimmt. Was redet ihr da? Was, Jesus, haben Sie hier etwa keinen Religionsunterricht? Auf nach Bethlehem! Wir müssen irgendwas unternehmen, um Jesus zu retten. Da, seht nur! Wir Revolutionäre hinterlassen niemals eine Spur, außer vielleicht in den Geschichtsbüchern. Verrätst du mir ein paar Details? Es waren ich, er und Garibaldi. Oh, the weather outside is frightful. Du musst mir einen Gefallen tun, es ist alles da, nur noch der Ochse. Und wo zaubere ich einen her? Ich hoffe einfach, dass es ein braves Kind wird. Vermutlich wird er als Kind ruhig sein. Erst nach dem 30. Lebensjahr wird es kompliziert. Er vermehrt das Brot, läuft mal auf dem Wasser. Frohe Weihnacht! Let it snow, let it snow, let it snow. 33! Das Alter Jesu Christi! Wer? Laura's Stern. Gibst du unserem neuen Zuhause eine kleine Chance? Na gut, aber nur eine klitzekleine. Von dem Produzenten von Der kleine Eisbär und Jim Knopf. Fantastische Geschichte von Laura und ihrem Stern. Oh, ein kleiner Stern. Was machst du denn hier? Das ist ja dein abgebrochener Zacken. Jetzt habe ich meinen eigenen Stern. Einen richtigen Zauberstern. And it feels like, it feels like. Tornado ist hier durchs Zimmer geflogen. Unsere Tochter. Wir fliegen! Ja! Ich glaube, ich träume. Ich sag dir, fliegen ist
blauer Stern. Mama, kann Sterne traurig sein? Wenn sie sich einsam fühlen und weit weg von zu Hause sind? Ich muss den kleinen Stern nach Hause bringen. Nach Hause? Das magische Kinoabenteuer für die ganze Familie. Lauras Stern. Das war super. Beeil dich, die Kinder verstehen das nicht, wenn sie dich hier sehen. Ich bin immerhin ihr Vater. Eben deshalb, genau. Maud Crayon, geboren in den Vogesen, lebt in Paris. Maman, Papa hat hier geschlafen, oder? Ganz bestimmt nicht. Na los, jetzt beeilt euch. Sie ist Architektin und Mutter von zwei Kindern. Salut. Crayon, du kommst erst jetzt zur Arbeit zum letzten Mal. 9 Uhr ist nicht Viertel nach. Und das mit deinem Vertrag sehen wir nächsten Monat. So ein Arsch. Die Bürgermeisterin will dich sprechen. Welche Bürgermeisterin? Die von Paris. Die von Paris? Aufgrund eines Missverständnisses gewinnt Maud... Ich liebe es. Wir lieben es. ...den Architekturwettbewerb zur Umgestaltung des Platzes vor Notre Dame. Ich habe ihr Potenzial auf den ersten Blick erkannt. Was für ein Vollidiot. Es ist der Beginn eines neuen Lebens für Maud. Du bist im vierten Monat. Im vierten Monat? Und einer neuen Geschichte. Sie verfügen über ein Budget von 121 Millionen. 121 Millionen? Ah! Ich mach das schon. Ich habe einen Erste-Hilfe-Schein. Nicht verändert. Zumindest wirst du mich jetzt nicht wieder so schnell los. Hast du nie an mich gedacht? Doch, natürlich. Wer genau ist Martial? Der Vater meiner Kinder. Und wieso schläft er in deinem Bett? Weil er auf dem Sofa schlecht schläft. Ah. Wenn man bis heute Abend sagt und dann nicht erscheint, was heißt das dann? Das heißt, dass man Angst hat. Es war nicht geplant, dass ich den Wettbewerb gewinne. Es war nicht geplant, dass ich schwanger werde. Es war nicht geplant, dass du einfach so in mein Leben platzt. Also, was machen wir jetzt? Ich weiß es nicht. Ich wusste schon immer, dass du hypergeil bist. Ich suche Arbeit. Danke, ich brauche keine Hilfe. Du darfst noch ein paar Tage bleiben, wenn du willst. Aber dann gehst du wieder heim. Oder findest den, der dich geschwängert hat. Als wir uns kennengelernt haben, hat er das Lied die ganze Zeit gespielt. Ich soll in eine gute Familie kommen, die es lieben wird, als wäre es ihr eigenes. Ich will, dass es eine Zukunft hat. So geht's nicht. Fühl ihn, während du ihn knetest. Fühle ihn wirklich. بتونس بيك وانت معايا. بتونس بيك وبلاقي في قربك دنيايا. بتونس بيك وانت معايا. Feines Gebäck fürs Fest, feines Gebäck. دنيايا لما تقرب. Was, wenn ich dir sagen würde, dass deine Familie ermordet wurde? Deine Kinder, Brüder, Schwestern, einfach alle. Glaub ja nicht, dass wir keine Juden mehr töten können, nur weil der Krieg vorbei ist. Und das ohne jeglichen Grund. Ganz ruhig. Und jetzt frag dich, was würdest du tun? Wir sind die jüdische Brigade der britischen Armee. Niemand hier wird dir was tun. Alles, was du sehen wirst, geschieht unter dem Radar. Wir befinden sie hiermit für schuldig. Ab jetzt gehörst du zur Haganah. Danke, dass ich hier dabei sein darf. Uns offenbart sich eine historische Chance. Die Welt könnte uns ein Land geben. Ich muss zuerst meine Familie finden. Als ich Ruth das letzte Mal sah, umarmte sie Benjamin. Nach 3 Tagen kamen die Soldaten und brachten uns in den Wald. Sie zwangen uns zu graben. Man hat mir erzählt, dass sich ab nächsten Tag noch die Erde bewegt hat.
jüdische Partisanen. Sie nennen sich selbst Nakam. Das ist das biblische Wort für Rache. Wir warten nicht, bis die Gerichte ihre sogenannte Gerechtigkeit walten lassen. Ihnen geht es nicht nur darum, Kriegsverbrecher zu töten. Sie ermordeten unsere Kinder und gingen nach Hause, um ihren eigenen Geschichten vorzulesen. Auge um Auge. 6 Millionen für 6 Millionen. Sie planen etwas Großes in Nürnberg. Die Amerikaner sind überall. Wir können nicht unsere Verbündeten vergiften. Es ist Krieg. Wir wussten immer, dass es Opfer geben würde. Nie wieder gehen wir wie die Lämmer zur Schlachtbank. Diese Rache wird monströser, als wir alle dachten. Das ist Wahnsinn. Für sie ist das Gerechtigkeit. Wenn wir sie nicht aufhalten und sie mit ihrem teuflischen Plan Erfolg haben sollten, dann wird sich alles ändern. Einfach alles. Was ihr versucht zu tun, würde den Hass nicht beenden. Es würde ihn nur noch verstärken. Glaubst du, der Schmerz wird jemals vergehen? Ich hoffe nicht. Das ist nicht real. Das ist nicht real. Das ist nicht real. Das hier passiert nicht. Kate, sagen Sie mir, dass das hier nicht passiert. Wie ich höre, gibt es da was, das Ihnen nicht gefällt? Wir haben einen Kometen entdeckt, einen sehr großen Kometen. Oh, schön für Sie. Er steuert direkt auf die Erde zu. Dieser Komet ist ein sogenannter Planetenkiller. Zum jetzigen Zeitpunkt, denke ich, sollten wir die Ruhe bewahren und sondieren. Ruhe bewahren und sondieren? Ruhe bewahren. Und sondieren. Erst bewahren wir die Ruhe und dann verdauen wir es. Das ist die Sondierungsphase. Das ist die schlechteste Nachricht in der Geschichte der Menschheit. Er hat uns einfach abblitzen lassen. Was machen wir jetzt? Wir müssen die Information veröffentlichen. Lassen wir es durchsickern. Unsere Gäste heute haben eine ziemlich große Entdeckung im Weltraum gemacht. Wie groß ist das Ding? Kann es das Haus meiner Ex-Frau zerstören? Wäre sowas denkbar? Es besteht eine 100%ige Chance, dass wir alle sterben werden. Kate. Okay. Gut, der schicke Astronomieprofessor darf gerne wiederkommen. Die schreiende Lady. Nicht so gern. Nicht so gern. Wir werden die Nachricht da draußen verbreiten, wie auch immer. Es gibt ihn und er kommt auf uns zu. FBI! Großer Gott, wieso rufen Sie mich nicht einfach an? Die Rohstoffe des Kometen haben einen Wert von 140 Milliarden Dollar. Was haben diese Milliarden für eine Bedeutung, wenn wir alle sterben? Also, oh nein, wir Respekt könnten reich werden. Das wäre furchtbar. Na los! Echt? Ihr habt einen Kometen entdeckt? Ich habe ein Tattoo von einer Sternschnuppe auf dem Rücken. Oh, das ist spitze. Das könnte eine Katastrophe werden. Das ist bereits eine Katastrophe. Du bist die aus dem Fernsehen. Die meinte, wir sterben alle. Nein. Juhu, oh, Scheiße, das ist ja Geld! Reden kriegst du mich niemals! Da ist der... Riesenkomet! Hier auf die Erde! Zura! Hey! Sehen Sie ihn? Kann ich nicht. Ich hab einen Sack überm Kopf! Ich bat das FBI, ihn den Sack über den Kopf zu ziehen. Macht sonst nur die CIA, aber ich hab sie darum gebeten. Habe ich mir schon gedacht. Oh gut, denn genau so war's und es war sehr lustig und cool.